Hallo an das Fischer-Kollektiv, ich grüße dich zu einer Juni-Legung für alle, die im Sternzeichen, also im Sonnenzeichen, im Mondzeichen oder Aszendenten Fische sind. Dann könnte die Legung für dich interessant sein. Zu Beginn möchte ich mich herzlich bedanken für alle Kommentare, Likes und Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Ich mische und gehe dann in die Auslegung und wenn du das überspringen möchtest, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich lege das keltische Kreuz und wir schauen uns an, was sich zeigen mag bei allen Fischen, Fischgeborene für den Monat Juni. Ich beginne mit der Legung. Lieber Fisch, wir schauen uns jetzt mal an, was dir der Juni bringt und worum es geht. Und wir haben hier einmal das Kind, den Page der Münzen auf dem Kopf. Und das Erste, was ich bekomme, ist tatsächlich, und das ist ja schon in den letzten Wochenbotschaften oft gefallen, dass es sich hier wirklich um einen Neubeginn dreht. Also, es ist vielleicht etwas bei dir oder bei manchen, was ich spüre, dass man den Wunsch hat nach etwas Neuem, entweder natürlich bezogen auf die Liebe, eine neue Liebe. Vielleicht bist du schon sehr lange Single und du möchtest endlich eine feste Partnerschaft. Also wirklich etwas, was dich hält, was dich nährt, wo du dich sicher fühlst und fallen lassen kannst. Für manche bekomme ich das sehr, sehr stark auf die Arbeit bezogen. Dass es sein kann, dass du aktuell gar nicht, entweder mit deiner Tätigkeit nicht glücklich bist oder du vielleicht schon neben deinem Job etwas machst, wo du weißt, das ist das, was du wirklich machen willst, vielleicht in die Selbstständigkeit gehst. Es handelt sich hier wirklich hier um einen Neubeginn mit dem Kind. Etwas ganz, ganz Neues und man hat hier Wünsche. Man hat Wünsche, etwas umzusetzen, etwas ins Rollen zu bringen. Es kann aber gut sein, dass vielleicht in deinem Kopf der Gedanke, der Plan schon da ist und du vielleicht auch einige Schritte schon in Gang gesetzt hast, aber dass das Ziel noch etwas dauert. Das heißt, das Ergebnis ist halt noch nicht da oder noch nicht sichtbar oder es ist aktuell gerade in einer Transformation, in einem Prozess und es dauert einfach, bis es komplett in die Umsetzung geht. Ich ziehe jetzt hier noch eine Kipperkarte dazu. Eine Veränderung, genau, das ist das nochmal die Bestätigung. Also es dreht sich hier wirklich um eine Veränderung und ich habe das Gefühl, das könnte eine Veränderung sein, die so groß ist, dass sie sich dann in jedem Bereich in deinem Leben auswirkt, sowohl privat, beruflich,
gesundheitlich. Also es kann gut sein, dass du vielleicht auch merkst, okay, die Arbeit, das wird mir alles zu viel, das ist mir zu stressig, ich möchte eine Veränderung, einen Jobwechsel. Aber das dauert halt vielleicht noch ein bisschen. Aber letztendlich hast du da schon ja, den Wagen, die Kutsche gespannt und es ist schon in Sicht. Aber letztendlich ist alles ein Prozess. Das heißt, mit der Umsetzung dauert es dann noch ein bisschen. Auf jeden Fall, lieber Fisch, geht es hier wirklich um eine Veränderung in deinem Leben. Deine Einstellung dazu. Ja, jetzt haben wir den Turm. Deine Einstellung ist, es fühlt sich vielleicht für dich an wie ein Haufen Arbeit, der auf dich zukommt. Vielleicht hast du auch die Gedanken, ich möchte von tiefstem Herzen diese Veränderung und eigentlich ist auch nichts anderes in meinen Gedanken aktuell, weil ich das so sehr will. Aber dir scheinen unglaublich viele Hürden in deinem Kopf zu sein. Unglaublich viele Dinge, die erledigt werden müssen, wo natürlich vielleicht auch viel Diskussion mit deinen Mitmenschen, mit der Familie, aber auch behördlich aufkommt, wo du denkst, ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht, das ist zu viel. Es kann natürlich auch auf die Arbeit hindeuten, die Karte der Turm, dass es wirklich beruflich irgendwas zu tun hat, wo du jetzt weißt, du musst da was verändern. Auch hier ziehe ich noch eine Karte dazu, eine Kipperkarte. Ja, Kummer und Widerwärtigkeiten. Also das macht dir wirklich Gedanken. Also du hast eigentlich die ganzen Gedanken voller diesem Thema der Veränderung. Und es kann gut sein, dass sich das ein bisschen übermannt gedanklich. Wir schauen mal, was es kreuzt, das Thema. Oh, die Hohepriesterin. Wunderschön. Also letztendlich, auch wenn du bewusst diese Gedanken hast, okay, das ist ein Berg, den ich zu überwinden habe, weißt du hier aber innerlich, und ich finde, das ist deine Karte, das ist die Fischekarte. Du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist und du weißt, dass diese Veränderung, die muss sein, damit du dich weiterentwickelst, die muss sein, damit du wächst, damit du dich persönlich entwickelst, damit du aber doch dein ganzes Leben, also das hat wirklich was mit deinem Lebensweg zu tun. Dein ganzes Sein, dein ganzes Bewusstsein möchte sich hier transformieren und auch verändern. Und deswegen kommt diese Veränderung in dein Leben und letztendlich sehnst du dich auch sehr danach. Das ist schon das, was ich hier fühle. Auch wenn du weißt, dass in der Materie, im Alltag unglaublich viel auf dich zukommen wird, aber du weißt, dass das richtig ist für dich, egal worum es hier geht. Und wir schauen mal ins Unterbewusstsein. Ja, und genau das ist dieser Zwiespalt. Du weißt zum einen, das ist das Richtige, das musst du machen. Du weißt auch, dass das auf deinem Lebensplan oder in deinem Lebensweg vorkommen muss. Aber für dich ist so das, was ich gerade durchgegeben bekomme, es fühlt sich einfach schwer an. Warum muss es sich eigentlich immer schwer anfühlen? Warum kann es nicht eigentlich überhaupt mal leicht sein? Also unterbewusst denkst du dir, boah, es ist mir gerade irgendwie zu viel oder soll ich nicht einfach dabei bleiben, wie es jetzt ist? Du siehst hier unterbewusst nicht das Schöne an der Herausforderung. Wir schauen uns jetzt mal an, was von der Vergangenheit ins Hier und Jetzt mit einspielt. Und das sind ganz viele mit der Acht der Stäbe, ganz viele Nachrichten, ganz viele Eindrücke, ganz viele plötzliche Informationen, Kommunikation, Impulse. Und es kann gut sein, dass du ja schon seit längerem bekomme ich diese Impulse hast für diese Veränderung, vielleicht schon einige Jahre, dass du weißt, du möchtest das unbedingt machen oder du möchtest etwas umsetzen oder du möchtest ein Projekt entwickeln und du hast so viele Ideen und das schon seit längerer Zeit. Und die möchten die ganze Zeit in die Umsetzung gebracht werden. Und das ist so, was dich die ganze Zeit auch begleitet. Und mit der Karte hier unten geht dir das gefühlt vielleicht gar nicht schnell genug. Oder du weißt irgendwie nicht wie. Du hast einen Kopf voller Ideen, Inspiration. Aber irgendwie, bis man das Ganze wirklich ja, auf Erden bringt, ist es gefühlt schwer oder dir fehlt diese Brücke im Moment. Wir schauen mal, was in naher Zukunft praktisch auf dich zukommt, was dich im Juni begleitet. Also wir haben hier einmal
Ich zeige sie einmal richtig rum, weil ich finde, das ist eine sehr schöne Karte. Das Ass der Stäbe. Wir haben das Herz und wir haben Gericht. Und was ich hier bekomme, ist tatsächlich, weil das gehört hier zu der Karte eigentlich, das sind die Impulse. Das ist eine Chance, die dir geboten wird, um wirklich deine Impulse vielleicht jemandem vorzutragen, einem Herzensmenschen hier mit der Karte. Oder aber wirklich mit dem Gericht etwas anzumelden. Also ne, hier steht auch Amtsgericht drauf. Vielleicht kannst du jetzt endlich deine Idee, vielleicht, ja, meldest du ein Patent an auf deine Idee. Vielleicht ist es so, dass du dich selbstständig machst und jetzt dich beim Amt meldest. Oder vielleicht ist es so, dass du ja, auch sowas, vielleicht eine Scheidung einreichst, weil du weißt, dass dich das befreit und du dann frei bist und du dann das leben kannst, was du eigentlich schon die ganze Zeit wolltest und dich vorher ein bisschen blockiert hat. Also hier ist es tatsächlich so, dass etwas passiert für deinen Herzenswunsch und dass es dir vielleicht im ersten Moment wie eine Hürde erscheint. Ich bekomme so dieses, oh, da muss ich aus der Komfortzone treten. Aber das ist etwas, was dein Herz begehrt. Das ist etwas für deine Mission, für deine Herzensmission, für diesen Wunsch, der hier liegt, für diesen Neubeginn. Und deine Einstellung zu dem Thema, da ziehe ich jetzt auch noch eine Karte mit. Deine Einstellung zu dem Thema mit der 7 der Schwerter ist so ein bisschen, oh, am liebsten will ich, dass das alles schon da ist und ich möchte nichts dafür tun. Das ist diese typische Karte, ich schleiche mich davon. Also irgendwie kann es sein, dass hier vielleicht die Herausforderung dir so sagt, boah, ich habe gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich bekomme so dieses, der Solarplexus wird gefordert, also für sich einstehen, nach außen treten ins Licht. Und man möchte hier eigentlich eher gar nicht ins Rampenlicht, sondern schön im Schatten verdeckt bleiben. Letztendlich weißt du aber auch selber, so funktioniert das nicht. Du musst rausgehen mit deiner Botschaft, mit deiner Meinung, mit deiner Veränderung, mit deinem Projekt, mit deinem Neubeginn, damit es halt wächst. Wir haben hier einen Todesfall, ja, und ich bekomme gerade den Satz durch, einen Tod muss man hier sterben. Also entweder, es ist wirklich so, du willst diesen Neubeginn, dann musst du auch unangenehme Dinge machen, du musst dich zeigen, du musst deine Idee nach außen tragen, deine Meinung nach außen tragen, auch wenn du weißt, dass da Gegenwind kommt. Oder es ist halt dieses, es bleibt so wie vorher, keine Veränderung und dein Herzenswunsch wird nicht erfüllt. Das ist so das, was ich hier bekomme mit der Karte. Und du weißt halt, dass da irgendwo, dass du dich entscheiden musst. Wir schauen mal, was kommt von außen auf dich zu. Ja, und das spiegelt das eigentlich ganz gut wider hier mit Gericht und mit diesem aus der Komfortzone treten. Die 10 der Stäbe, das ist die Karte der für sich einstehen. Das ist auch die Karte, wenn manchmal alles ein bisschen zu viel wird, aber ich bekomme es eher so, dass du halt unglaublich viele Sachen zu klären hast in dieser Angelegenheit hier. Und das ist eine Bürde, die du dir schon aufhalst, aber letztendlich kommst du nur so voran. Denn wir sehen hier ja, ne, eine Reise beginnt, du ziehst weiter und du hast halt alles dabei. Und das ist so diese Sache, also die Sachen, die geregelt werden müssen, die hast du halt auch zu regeln, weil letztendlich ist es das, was dich dann weiterbringt. Und wie gesagt, ich bekomme für viele, dass es beruflich ist, ich bekomme aber auch für viele, dass es so das Thema Kind adoptieren sein könnte. Auch da, ne, du willst vielleicht das Kind, das ist ein Wunsch von dir oder ihr habt eine tolle Partnerschaft und ihr wollt ein Kind adoptieren. Und das ist natürlich auch, wo man behördlich viel regeln muss. Es ist so, dass man das auch rumtragen kann im Umfeld, ne? Also wir stehen es dazu, wir schaffen es das an, viele Meinungen dagegen. Und es kann sein, dass einem das echt schwer gemacht wird auf einer Seite. Aber letztendlich nur so geht es. Du musst ja für das kämpfen, was du möchtest und was dein Herz begehrt. Und ja, deine Sorgen, Hoffnungen, Wünsche. Ja, und das ist wirklich diese Klarheit zu bekommen. Du willst wissen, klappt das jetzt? Wie schnell geht das? Wann kann ich es umsetzen? Das ist so das, was ich hier bekomme. Also du möchtest wirklich etwas Neues und den Blick dafür bekommen und auch wirklich, ich bekomme das so wie endlich Feedback bekommen, dass es funktioniert. Feedback bekommen, dass es vorangeht.
Das ist so. Also du möchtest praktisch die Erleuchtung haben. Du möchtest das Ziel klarer sehen, damit du weißt, wo du hinsteuern kannst. Und du musst, du möchtest aus dieser gehängten Position raus. Du möchtest eigenständig handeln können und nicht mehr warten. Und ich bin gespannt, was das Ergebnis der Legung zeigt. Das Ergebnis der Legung ist, einmal haben wir den Fuchs, fünf der Stäbe auf den Kopf und zu hohen Ehren kommen. Und ich möchte hier tatsächlich noch eine Karte ziehen, eine aus dem Lennemann. Ja, die Glückskarte. Also eigentlich hat es mir das schon bestätigt, zu hohen Ehren kommen. Also es ist genau so, diese Dynamik. Es wird dir hier Hürden gestellt mit den fünf der Stäben. Das bekomme ich auch hinsichtlich des Durchsetzungsvermögen, dass du getestet wirst. Wie sehr willst du das? Wie sehr kämpfst du dafür? Wie sehr brennst du auch dafür, ne, mit dem Feuer? Und dass es dir wirklich schwer gemacht wird in Form von vielleicht Personen, die vermeintlich ja, gegen dich agieren oder dir schlechte Flausen ins Ohr setzen. Aber letztendlich wirst du es schaffen, weil zu hohen Ehren kommen. Und das Klee überdeckt hier die Karte mit dem Fuchs. Also es ist tatsächlich so, das wirst du schaffen. Aber es wird hier schon ein kleiner Berg, bis man am Ziel ist. Aber gar nicht so dieses, das ist ein riesengroßer Haufen mit Sorgen, Hindernissen, weil diesen Wunsch, und jetzt schau wirklich individuell, worum es bei dir geht. Das ist ja eine kollektive Legung. Dieser Wunsch danach, das zu erreichen, das pusht dich so sehr, dass du einfach nicht aufgibst und dass du immer weitermachst. Und du wirst hier wirklich positiv gefordert, um dich auch zu entwickeln, wirklich für dich einzustehen und ja, also dass du, ich bekomme das, du wirst nachher wirklich unglaublich stolz auf dich, dass du das auch geschafft hast und dass du durchgehalten hast. Und das ist das, was der Juni dir bringt. Und wir schauen jetzt mal, welche Überschrift für dich der Juni hat, lieber Fisch. Das erste Chakra, das Wurzelchakra, Erzengel Michael. Und genau das ist auch diese Energie, die ich hier bekomme. Das ist dieses für sich einstehen. Das könnte auch wieder ein Hinweis sein darauf, dass es mit dem Job vielleicht zu tun hat, weil Stabilität, das Wurzelchakra, Stabilität, Sicherheit, es könnte auch für Familie stehen. Es könnte sich hier vielleicht aber auch um etwas Gesundheitliches handeln, vielleicht etwas, was dann deinen Körper verändern wollen würdest. Das kann jetzt wirklich hier alles sein. Also wirklich Gesundheit, Familie, Sicherheit, Finanzen. Es geht aber auch darum, für sich einzustehen und die Selbstsicherheit zu gewinnen. Und ja, ich glaube, du wirst hier wirklich positiv gefordert, aber es geht halt in die Richtung, die du auch willst. Und wir holen jetzt noch einen Rat der geistigen Welt. Da kommt sie schon rausgesprungen. Und wir haben zerbrich die Kette, Ahnenmuster, heilen, die Zukunft neu schreiben. Und das zeigt natürlich auch wieder auf etwas Neues hin. Die Zukunft neu schreiben, das ist das, was du hier möchtest. Das ist dieser innere Herzenswunsch hier bei dir. Und es gilt da wirklich, alle Zweifel loszulassen. Es könnte natürlich auch hier wieder ein Hinweis auf die Familie sein mit den Ahnen. Vielleicht zerbrichst du hier wirklich ein Ahnenmuster. Vielleicht ja, ist dieses, was sich durch deine Familie zieht, dass man sich oft Sachen nicht getraut hat, dass das zum Beispiel von Mutter zu Mutter weitergegeben wurde und du das natürlich vielleicht auch noch mit dir rumträgst und genau diese Situation zerbricht es dann, weil du für dich einstehst. Und schau wirklich individuell für dich. Es ist ein wunderschöner Monat, wo du wachsen darfst, wo du etwas Neues, was du dir wünschst, umsetzt. Und ja, ich bin gespannt, was der Juni dir bringt, dir persönlich, und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles, alles Liebe. Mach's gut.